Leute sagen, dass in Neuwied die schönste Ecke am Rhein ist. Aber bei mir sitzt gerade die Frau, die in fast jeder Ecke in Neuwied Schönheit sieht. Frau Elke-Döppler, hallo. Schön, dass Sie hier sind. Hallo Eva, schön hier zu sein. Wann haben Sie denn angefangen mit dem Fotografieren und wann haben Sie sich Ihre erste Kamera geholt? Also angefangen habe ich, das richtig zu fotografieren, in den 90er Jahren. Und Kamera, ja, ich sag mal, Kamera habe ich auch als Jugendliche gehabt. Aber so die erste richtige, die kam in den 90er Jahren zusammen, wo ich mit dem Internet, also Webprogrammierung für eine Ferienwohnung angefangen habe. Da kam dann auch die erste richtige Kamera. Und zwar war das auch eine Spiegelreflex. Und die habe ich dann von meinen Eltern sozusagen geerbt bekommen. Wann haben Sie angefangen, Ihre Bilder zu veröffentlichen? Das war auch durch diese Webgeschichte. Wir hatten damals Ferienwohnung und die wollten wir vermarkten. Und klar, wie vermarktet man eine Ferienwohnung? Indem man die Fotos ins Netz stellt. Und dann ging das ja weiter. In der damaligen Zeit war es ja so, man wurde nur bekannt mit einer Webseite durch Link gegen Link. Also, wenn einer einen Link setzt, setzt der anderen einen Gegenlink. Und dadurch wird man gefunden. Also nicht wie heute, dass alles Google-optimiert ist, sondern es ging wirklich um den Einzelnen. Du linkst mich, ich link dich. Und wir haben natürlich auch unsere Gegend dann im Schwarzwald erkundet. Was gibt es Schönes und, und. Und dann fing ich auch an, irgendwann zu sagen, okay, das ist zu viel für diese Seite schwarzwaldfevo.de. Das muss eine extra Seite über den Schwarzwald werden. Und so entstand damals die Schwarzwaldsuche. Ja. Und das war auch das erste Mal, dass ich dann wirklich mit einem großen Portal online ging. Also ich bin dann irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht und ich wusste gar nicht, traue ich mich nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, ich traue mich, ich mache das. Also ist Schwarzwaldsuche auch ein eigenes Portal, was Sie haben? Das war ein Portal, das Portal gibt es nicht mehr. Ah, dann hatten Sie ja vor, also Sie haben ja auch ein eigenes Portal, Lebendiges Neuwied. Ja. Dann haben Sie ja mehrere. Ja, also ich habe die Schwarzwaldsuche.de gehabt und als ich dann nach Aachen umgezogen bin, dann habe ich mich erst darauf konzentriert anzukommen. Ja. Und irgendwie fehlte mir diese Arbeit. Und dann ist lebendigesaachen.de entstanden. Ach, das gibt's auch? Das gibt's auch und das führt eine Freundin von mir fort. Das ist schön. Und seit wann wohnen Sie dann hier in Neuwied? Hier in Neuwied wohne ich seit Ende 2011. Ja. Und da war mir eigentlich vorher schon klar, es gibt ein lebendigesneuwied.de. Mhm. Das war mir schon klar, wo ich hierher kam. Und auf Ihrem Nachrichtenportal Lebendiges Neuwied, da sind ja Fotos und Pressemitteilungen werden da hochgeladen. Ja. Aber auch nicht nur Ihre eigenen, sondern auch von anderen. Also das meiste ist von anderen. Ja. Ja, also die kriege ich zugeschickt. Also mir kann jeder eine Pressemitteilung zuschicken. Und solange es im rechtlichen Rahmen ist, wird die veröffentlicht. Ja. Ja, also wenn natürlich irgendwas mit großen Beleidigungen oder ich sag mal, irgendjemand will so bestimmte Pillen verkaufen, no. Ja, also alles, was im Rahmen ist, wird veröffentlicht. Das ist mir dann auch egal, ob das zum Beispiel SPD, CDU oder Grüne sind oder FDP. Das wird veröffentlicht. Mhm. Ja, also da bin ich einfach auch neutral. Ja. Und ab und zu, wenn ich Zeit habe, gehe ich auch selber zu Veranstaltungen, fotografiere die und setze dann auch selber was rein. Cool. Ja, wobei, es hat sich jetzt sehr verlagert nach Facebook. Weil ich in Facebook anders schreiben kann. In Facebook kann ich persönlicher schreiben. Da kann ich spontaner schreiben. Wenn ich bei mir schreibe, dann muss das geplanter sein. Ja. Und in Facebook kann man Leute wirklich direkt anschreiben. Man kriegt auch direkt Kontakte, also Kommentare. Kann man auf meiner Seite auch. Aber da ist die Hemmschwelle größer. Ja, ja, das stimmt. Ja, und das ist schön, wenn dann auch was zurückkommt und ich merke, dass ich den Leuten Freude mache. Also ich wollte in die Ecke von Koblenz. Eigentlich wollte ich nach Koblenz. Ja.
Aber ich sag mal, das Schicksal hat mich hierher geführt, weil ich habe hier eine Wohnung gefunden. Ich habe hier einen Vermieter gefunden, der mich wollte. Ich habe Nachbarn gefunden, die mich wollten. Und ich wollte noch eine Wohnung in Koblenz angucken. Und das war der schneereiche Winter. Und dann bin ich auf der B9 Richtung Koblenz und ich habe nichts mehr gesehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, es soll so sein. Bin umgekehrt und habe diese Wohnung genommen. Wenn Sie so eine Stadt sehen, wann bekommen Sie denn diesen Blick für Ästhetik? Sehen Sie sofort, das ist eine schöne Ecke? Schön ist es überall. Ja. Man muss es nur sehen. Und dann habe ich mich, wo ich hier war, mit der Kamera bewaffnet. Und dann bin ich die Orte abgegangen. Erst eben Ehrlich, dann bin ich weiter, also zum Beispiel Leutesdorf. Ich gehe los und schaue. Ja. Und ich schaue, wo ich reinkomme. Und dann entdecke ich manchmal Sachen, die so eigentlich nicht jeder kennt. Also gehen Sie geplant auch auf, also nehmen Ihre Kamera mit und sagen, heute mache ich viele Fotos, oder haben Sie Ihre Kamera einfach spontan immer dabei? Heute ist es so, heute habe ich meine Kamera immer dabei. Mhm. Früher hatte ich die große Spiegelreflex, ja. Und die ist schwer. Die wiegt einiges. Die nimmt man nicht zum Einkaufen mit. Ja. Und ich habe mir jetzt also eine sehr hochwertige kleine geholt. Und die habe ich immer mit. Also die habe ich auch heute mit. Ich habe auch gesehen, draußen ist, wenn man da mal guckt, die Ecke ist so schön gemacht worden mit der Bank und den Blumen. So schön. Nur die Gerüste stören gerade noch. Also das ist wieder ein Ort, wo ich sage, da muss ich noch mal hin. Ja, das ist schön. Ja, also das ist das. Ich bin wo, ich habe noch ein bisschen Zeit gehabt und dann gucke ich einfach. Wie wirken denn Ihre Bilder auf die Bewohner Neuwieds? Sehen die auch so, fangen die dann auch dadurch an, Neuwied mit einem anderen Blick zu sehen? Ich denke ja, inzwischen denke ich ja. Also seit ich auch auf Facebook sehr aktiv bin, kriege ich unheimlich viel Zuspruch. Es sind so viele, die also wirklich sagen, okay, ich sehe Neuwied jetzt anders. Das Schönste war, es hat mal einer in Facebook in der Gruppe geschrieben, ein Foto mit den Eisdielen und ganz vielen Leuten. Ja. Und sagte, Neuwied, von wegen Neuwied ist nichts los. Und dann ging das so, Kommentare. Und irgendwann kam ein Kommentar, dank der positiven Bilder von Elke Döbler gibt es auch nicht mehr so viele Nörgler hier. Ah, das ist schön. Das hat mich so gefreut. Ja, das ist ja dann noch ein Ansporn weiterzumachen. Ja, also oder wenn ich merke, Leute gehen in meine Ausstellung und sagen, oh, da muss ich jetzt auch mal wieder hin. Und, oder auch wenn mehrere zusammenkommen, ach, weißt du noch, da waren wir das und das, das haben wir gemacht und ach, da müssen wir wieder hin. Und das ist so für mich, dann habe ich was richtig gemacht. Ja. Dann habe ich sag mal, Freude übermittelt und das tut auch so gut, wenn ich sehe, wie viel Heimatliebe da ist. Auch wenn ich mal ein Foto wie die alte Bösnerbrücke in Niederbiber, die habe ich mal ins Netz gestellt, was da an Erinnerungen hochkommen. Auch da bin ich zur Schule gegangen und es kommt dann auch manchmal was Kritisches. Ja. Und dann kann ich durch das lebendige Neuwied aber sagen, okay, da und da gibt es einen Artikel dazu, es wird aber dran gearbeitet. Es ist was am Laufen. Ja. Ja, also dann auch wieder so ein bisschen ein Vermitteln, ein bisschen, es tut sich was. Und Sie haben jetzt gerade die Ausstellung im Café Auszeit. Ja. Warum genau dort? Die Ausstellung mit offenen Augen durch unser Neuwied ist dort, weil der Pfarrer Zub mich bei Kunst im Carré darauf angesprochen hat und gemeint hat, ich möchte mich doch bewerben. Hm. Und das habe ich gerne gemacht und hat mich sehr gefreut, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Und wie viele Bilder findet man ungefähr in der Ausstellung? Oder was findet man noch außer Bilder? Wie viele Bilder? Also 25 große bestimmt, auch welche auf Leinwand, die man so, wenn wir draußen mal mit der Künstlergruppe Kultur sind, nicht unbedingt findet. Es sind kleinere Bilder da, also 20, 30 im Rahmen. Es sind auch so kleine Bilderrahmen und es sind über 300 verschiedene Grußkarten da. Das sind wirklich viele. Das sind wirklich viele, aber wir haben ja auch viel hier. Ja. Ja, wir haben die Innenstadt, wir haben den Rhein,
Wir haben die ganzen Orten. Ehrlich, ich komme aus Ehrlich, ist natürlich viel. Ja. Der alte Friedhof, der Friedhof am Solaweg hat schöne Ecken. Altwied, Melsbach, es gibt so schöne Ecken hier. Von welchen Ecken von Neuwied machen Sie denn am liebsten Fotos? Oder welche Ecke? Oder haben Sie irgendeinen Ort, der Sie am meisten inspiriert? Also ich habe schon mal überlegt, mein Lieblingsort, aber da habe ich jetzt so viele Fotos schon von. Das ist wirklich das Stück, wenn man in Ehrlich gleich hinter der Brücke rechts geht, dann ist das Schützenhaus und da ist die Wied. Mhm. Und dann kann man ein Stück laufen, es ist erst breit und dann kommt da wie so ein Steinstrand und dann kommt da nur noch so ein kleiner Pfad. Ja. Und dann muss man auch so ein bisschen über Steine klettern, also man muss schon ein bisschen gut zu Fuß sein. Und dann kommt man an dem alten Wehr, wo auch mal das frühere Schwimmbad war. Man sieht noch so Reste von alten Häusern. Dann geht man wie durch so ein Waldstück und dann kann man bis Niederbiber an der Wied lang gehen. Ja. Also das ist sowas Romantisches da. Und das ist zu jeder Jahres- und ich sag mal Wasserstandszeit total unterschiedlich. Ja. So wie Sie das jetzt gerade erklären, habe ich auch direkt Lust, da hinzugehen, mir das anzugucken. Machen Sie. Auf jeden Fall. Machen Sie. Es ist wirklich traumhaft. Schön. Und Zeit mitbringen. Ja. Und ruhig auch ein Fotoapparat, weil der Fotoapparat sieht anders wie das Gehirn. Ja. Ja, ich habe ein Bild von Engers. Da hat mich eine Freundin aus der Künstlergruppe Kultur zu einer Besichtigung eingeladen. Und hat mir auch oben die Balkontüren geöffnet. Und dann gucke ich runter und sehe die Treppen und habe gesagt, das ist mein Motiv. Nur die Treppen. Mhm. Das Bild steht auch in der Ausstellung. Das war auch in Kunst in Carré. Da sind die Leute gegangen, vorbeigegangen, stehen geblieben, zurückgekommen. Und man sieht ganz genau, sie gucken, überlegen, kenne ich, wo ist das? Und dann sieht man, dann kommt Bing und dann haben sie in ihrem Kopf das Schloss. Ich habe das Schloss nicht fotografiert, aber jeder sieht es. Ja, das ist gut. Und das macht Spaß. Das hört sich auch, also da kriegt man ja wirklich einen Ansporn dadurch, dass die Leute da so schön drauf reagieren. Das macht auch Spaß, das tut gut. Ja. Und als letzte Frage, haben Sie ein Lieblingsfoto? Ja, das hat mich der Fahrradzub auch gefragt. Mhm. Und das ist das Foto, also momentan. Momentan ist es das Foto über die Wied hinter der Laubachsmühle. Ja. Das habe ich, glaube ich, als Grußkarte auch dabei. Da habe ich so Glück gehabt mit dem Wetter und der Stimmung. Das ist diese Natur, das Licht, diese Hoffnung, alt, neu. Es gibt so viel Geborgenheit. Und das ist dann, ich sehe es nicht immer auf der Kamera, ob ich die Stimmung gekriegt habe. Das sehe ich erst, wenn ich zu Hause am Computer bin. Und richtig sehe ich dann auch erst, wenn ich drangehe, die Stimmung, die ich empfunden habe, raushole. Und wenn es das ist wie ein Geschenk für mich. Und das ist momentan mein Lieblingsfoto. Das gibt es sogar auf Leinwand. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn ich Ihre Ausstellung, die geht noch bis? Die geht offiziell bis zum 11. Juni, aber ist Samstag, Sonntag nicht geöffnet. Und ich weiß jetzt nicht, wir haben einen Feiertag davor, einen Donnerstag. Es kann sein, dass dann der Mittwoch davor der letzte Tag ist. Aber 2 Wochen auf jeden Fall. Und man kann gerne mich kontaktieren. Ich bin dann auch gerne da. Ich schreibe auch auf Facebook und auf elke-döbler.de, wann ich vor Ort bin. Schön. Gut. Dann bedanke ich mich sehr, dass Sie hier waren. Hat mich sehr gefreut. Ich danke sehr für die Einladung. Schön. Gut.